So, ich war heute in meinem neuen Polo. Der Wagen ist jetzt circa 2 Wochen alt, hat jetzt nicht ganz 1000 Kilometer gelaufen. Aber was ich hier gerade gesehen habe, das ist ja unbeschreiblich. Wir sind hier innerhalb geschlossener Ortschaft. Ich fahre jetzt gleich mal rechts ran. Das ist mein Kraftstoffverbrauch. Das ist ja kaum in Worte zu fassen. Ich erkläre euch das jetzt gleich mal. Ich sehe mal eben zu, dass ich hier rechts ranfahren kann. So, wir sind hier irgendwo am Niederrhein. Wo, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So, hier kann ich mal eben rechts ranfahren. Ja, was ich euch auf jeden Fall erklären wollte, das ist mein durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch. Es ist unglaublich, ob ihr es glaubt oder nicht. Ich bin jetzt gefahren mit meinem Polo. Hier sieht man es genau. 402 Kilometer mit der Tankfüllung. Der Limiter ist auf 70 eingestellt, auch unschwer zu erkennen. Das heißt, ich habe gerade im Schnitt verbraucht 3,7 Liter auf 100 Kilometer. Der Wagen hat einen 45 Liter Tank. Ich bin hier gefahren 402 Kilometer mit dieser Tankfüllung, habe noch eine Restreichweite von sage und schreibe 590 Kilometern. Das heißt, ich fahre hier fast 1000 Kilometer mit 45 Liter Benzin. Ich fahre nur E10 Kraftstoff. Ich habe einen Polo, Baujahr 2018, klar, 2 Wochen alt. Ich nehme den Limiter mal eben raus. So, wir haben jetzt 1001 Kilometer hat der Wagen gelaufen. Es ist ein 75 PS Dreizylinder Motor ohne Turbolader, brauche man nicht. Raserei ist E-Out. Wir fahren nur noch vorschriftsmäßig. Ja, wie gesagt, es ist unglaublich. 3,7 Liter auf 100 Kilometern verbraucht dieses Fahrzeug bei vorsichtiger Fahrweise. Ich bin jetzt kein Rasertyp, aber unglaublich. Ich habe noch nie ein Auto gefahren, was so wenig Kraftstoff gebraucht hat.